Hallo, grüß dich, servus, Thomas hier vom kleinen Marketing Consulting. Und heute geht es um das Thema SEO, SEA, also typisches Google Ads Suchmaschinenmarketing, ja, entweder organisch oder auch bezahlte Werbeanzeigen, also intrinsisch motivierte Suchende da draußen auf dein Angebot aufmerksam machen und das dann mit Telefonakquise, E-Mail-Marketing etc. pp. Verknüpfen. Da habe ich jetzt gerade eben eine Anfrage erhalten für einen meiner Kunden, wo wir jetzt schon seit über einem halben Jahr Suchmaschinenoptimierung betreiben, teilweise auch schon richtig verzagt sind, weil eben davor auch einige Fehler gemacht wurden mit der entsprechenden unternehmerischen Domain, wo man einfach das hat jahrelang schleifen lassen und sich nicht drum gekümmert, ganz grobe Fehler auch gemacht hat in Bezug auf SEO, also auch die, sagen wir mal, sehr, sehr technisch bewandten Kunden von mir, SAP-Experten seit mehreren Jahrzehnten oder Java-Entwickler oder Ingenieure oder was auch immer, manchmal haben die überhaupt nicht, also quasi zero, also null Bewusstsein, was betrifft Webseite optimieren, Suchmaschinen auffindbar sein und das optimieren, was es alles gibt. So diese ganzen Grundprinzipien, also selbst die Grundkenntnisse dafür fehlen oder das Grundbewusstsein dafür fehlt komplett. Ja, und dann hat man einfach so eine Art verwahrloste Webseite. Da kann man natürlich dann einiges draus machen, aber manchmal dauert es ein bisschen länger, bis Google dann sozusagen die Webseite, die Autorität dann auch akzeptiert. Und dann stellen sich aber auch so langsam die Erfolge ein. Und jetzt gerade eben bin ich von einem Telefongespräch eines wirklich Megakonzerns, also wir sprechen hier eines, warte mal ganz kurz. Ja, hallo, klein, grüß Gott. Ja, grüß Sie. Grüß Sie, Herr Müller. Okay. Ja, genau. Ich bin der CSO. Vertriebsleitung. Von der IT Solution GmbH. Ja? Schnittstellenprogrammierung für SAP. Okay. Ja, klar können wir das. Wo haben Sie uns denn gefunden? Ah, auf Google haben Sie. Google-Suche gemacht. Okay. Cool. Ja, super. Okay. Ja, gerne. Brauchen Sie meine E-Mail? Haben Sie schon? Ja, klar, steht auch auf der Webseite. Gerne, gerne. Lassen Sie mir einfach das Lastenheft zukommen. Okay, bis wann brauchen Sie da Rückmeldung? Innerhalb der nächsten 3 Tage, überhaupt kein Problem. Schaffen wir. Okay. Lassen Sie es doch gleich schon mal im Zuge, wenn Sie mich schon auch gleichzeitig anrufen, wenn es ein bisschen pressiert, gleich mal, sagen wir mal, einen ersten Zoom-Call oder einen Teams-Call vereinbaren, wo wir dann letztendlich das Lastenheft auch ein bisschen besprechen können. Sie sind da total flexibel? Okay, dann halte ich nochmal Rücksprache. Okay, mit unseren entsprechenden Experten in-house. Und dann können wir da gerne innerhalb der nächsten 3 Tage einen Teams-Termin vereinbaren. Einfach mal so, um uns ein bisschen zu beschnuppern und mal zu schauen, was noch so alles an technischen Rückfragen aufkommt bezüglich des Lastenhefts. Alles klar? Okay, gibt es schon ein Budget dafür? Okay, Budget ist noch nicht konkretisiert. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich geplant, dass man erstmal überhaupt eine Aufwandseinschätzung abgeben kann. Budget überhaupt erstmal im Rahmen Budget erstmal eine Idee fürs Budget erstmal bekommen möchte im Zuge der Aufwandseinschätzung. Beziehungsweise wir schalten davor erstmal einen POC. Ne? Also POC ist Proof of Concept, klar. Ne? Dass man einfach mal schaut, okay, was sagen denn die Experten dazu? Ist das jetzt ein Projekt, das irgendwie 2 Monate dauert oder 2 Jahre? Ne? Das ist ein großer Unterschied. Und wenn man da eben noch gar keine Idee hat. Und vielleicht haben wir ja auch Ideen, wie wir das Ganze nochmal anders machen können. Ne? Wir schauen da nochmal mit der externen Brille drauf. Genau. Alles klar. Ah, ruft wieder der Nächste an. Okay, schaue ich mir dann gleich an. Alles klar, bis dann, danke, ciao. Okay, sorry Leute, hier geht es gerade wirklich ab. Okay, wo war ich jetzt überhaupt stehen geblieben? Vorhin hatte ich eben einen längeren Telefonat aufgrund einer Anfrage, die uns gestellt wurde, die wiederum zustande kommt über eine Google-Suche. Das habe ich auch abgefragt im Telefonat nochmal konkret, denn häufig ist es so, dass wir natürlich über Formulare und Eintragungen über Kalendri und dergleichen natürlich auch dort abfragen, wo haben Sie uns gefunden, ist Budget vorhanden und all diese Sachen. Du darfst aber eines nicht vergessen.
wenn du zum Beispiel aus dieser Coaching- und Consulting-Bubble kommst oder sowas, ne? Also jeder kennt da irgendwie Calendly und so weiter. In dieser Old Economy, ja, da kennt so gut wie niemand Calendly, ja, und da ist halt einfach die Kontaktaufnahme häufig über das Kontaktformular oder noch, also ich verwende für meine Kunden generell keine Kontaktformulare mehr, das hat verschiedene Gründe, möchte jetzt hier nicht näher drauf eingehen, aber letztendlich Calendly, aber das kennen die dann irgendwie nicht und es ist zu umständlich und Fragen beantworten, wie ist denn das, holen sie sich einfach die E-Mail, ja, vor aus dem Impressum raus und deswegen immer eine gute E-Mail auch angeben. Auf der Webseite ist auch ein kleiner Hack, ja, und dann wird einfach die komplette Anfrage über die E-Mail eben versendet. Okay, so, jetzt möchte ich hier mal einfach so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, also genau eben so viel, wie du SEO, ja, über Google, ja, beziehungsweise LinkedIn, wir nutzen in der Regel Google und LinkedIn, eigentlich nichts anderes, für unsere B2B-Kunden dann verknüpfen mit Telefonakquise, nachverfolgen und so weiter und so weiter. Und das ist ja, es gibt ja nichts Geileres, als wenn Leute auf dich zukommen, also Konzerne, also Beauftragte, die also ein Projekt intern aufgleisen, dabei sind, so mal Angebote einzuholen, Aufwandseinschätzungen aufzuholen, Proof of Concepts durchführen wollen und dergleichen, so wie du es jetzt auch gerade bei dem Anruf. Also das ist einfach, nichts Geileres gibt es, als wenn Leute auf dich zukommen und du musst jetzt nicht diese beinharte Kaltakquise immer machen. Aber natürlich in Kombination auch mit Kaltakquise hast du natürlich nochmal einen Boost da dran. Ist ja auch klar. Aber es ist im Endeffekt das, wo alle natürlich auch hin sollten. Und deswegen bieten wir ja auch diese Kombination an, also SEO, SEA, zusammen mit LinkedIn und Kaltakquise, weil man natürlich dieses Zusammenspiel, das meiste aus allem rausholen kann, ja. Aber natürlich, idealerweise, hast du irgendwann mal so viel Sichtbarkeit, dass du nur noch, sagen wir mal, wenn du am Anfang 80% Kaltakquise machst und 20% der Anfragen kommen auf dich zu, oder viele meiner Kunden, die kriegen überhaupt keine direkten Anfragen, dann muss man halt nur Kaltakquise machen. Aber eben vom ersten Tag an, und das empfehle ich all meinen Kunden, auch wenn man den Resultat erst in 6 Monaten sieht, vom ersten Tag an SEO und SEA ein bisschen zumindest mitmachen, stetig, aber ständig. Ja, es ist so, so wichtig. Okay, ich will also hier im Video euch mal so viel mitgeben, dass ihr, sagen wir mal, euer Wasser im Munde zusammenläuft, ja, mit uns da quasi auch in Aktion zu treten. Aber nicht, ich werde euch nicht den kompletten Ding mitgeben, weil ihr sollt uns ja gefälligst auch buchen. Ja, also soweit bin ich dann schon transparent und ich bin auch kein Heuchler. Ich möchte über meinen YouTube-Kanal Kunden gewinnen, für mich. Und nicht nur einfach komplette Blueprints und so ein Kram alles raushauen, die dann, wenn ich sie rausgehauen habe, ja schon alleine deswegen nichts mehr wert sind, weil sie ja alle dann konsumieren können, ja. Und wir haben da schon so ein paar noch, sagen wir mal, Geheimnisse, ja. Und ich finde es mir so lustig, wenn dann auch teilweise meine Mitbewerber YouTube-Videos raushauen, wo dann die Überschrift ist, Geheimnis gelüftet. Dann sage ich, ja, cool. Und was will ich jetzt mit der Information? Jetzt hat sie ja jeder. Ist ja nichts mehr wert. Ne? Also das Geheimnis ist ja nichts mehr wert in dem Moment, wo ich es lüfte. Also, aber das verstehen ja alle meisten schon nicht mehr und dann klicken sie drauf, ziehen sich das rein, verbringen ihre Zeit stundenlang auf YouTube und am Ende haben sie nur die Informationen, die dann auch jeder andere auch hat. Also am besten uns kontaktieren, wenn du ein bisschen Budget hast, dann können wir bei dir auch Gas geben und auch langfristig, das ist das Allerwichtigste, langfristige Strategien aufbauen. Also hier möchte ich jetzt mal machen, hier langfristige, also long term. Strategie on mit offline, ja, kombinieren. Und wie machen wir das? Das heißt, wenn zu uns ein potenzieller Neukunde oder zu uns einfach uns jemand kontaktiert, ja, also ein SAP-System aus oder ein Microsoft-Experte oder ein Oracle-Experte oder ein Adobe-Experte oder Sitecore oder was auch immer oder auch also komplett Open-Source-Spezialisten oder Java-Programmierer, Ingenieure, alles Mögliche haben wir an Kunden, dann sagen wir immer, dann machen wir immer eine Komplettanalyse. Das heißt, wir schauen uns Folgendes an. Okay, wie ist deine Sicht? Das erste ist immer Sichtbarkeitsanalyse. Ja, wir schauen uns an, innerhalb dieser Sichtbarkeitsanalyse, schauen wir uns an Webseite. Dann schauen wir uns an
Social Media Profile. Okay. Dann schauen wir uns an, das gehört auch zur Sichtbarkeitsanalyse, Bestandslisten. Bestandskunden oder Bestandslisten. Wir machen natürlich ein NDA und so weiter. Warum? Weil auch das gehört zur Sichtbarkeitsanalyse. Viele vergessen, dass das ist eigentlich schon ein Nugget wieder, dass ich gar nicht eigentlich raushauen will. Ja. Machen Sichtbarkeitsanalyse, dann schauen Sie sich die Webseite an, ja, wie ist die strukturiert, ist die optimiert, und das und das und jenes, Sales Pages und so weiter, Werbetexte, SEO, SEA, alles was dazugehört, Bilder, Video und so weiter, wie sie aufgebaut, ja, psychologische, Marketing, psychologische Werbetexte und so weiter. Dann machen Sie das Gleiche mehr oder weniger bei den Social Media Profilen und dann sagen Sie, okay, cool, so jetzt haben wir die Sichtbarkeitsanalyse gemacht. Aber wie sieht es denn aus mit der Bestandskundenliste oder mit den Bestandskunden? Was ist denn da noch dahinter, ne? Also im Backend sozusagen. Also das hier ist das Sichtbarkeitsanalyse Frontend. Ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es nochmal, dass da häufig auch viel, viel an Potenzial schlummert. Frontend. Und das hier ist das Backend. Sichtbarkeitsanalyse Backend. Ja. Und viele haben da einfach Daten rumliegen, dann haben sie irgendwie verschiedene Kalendertools mal benutzt, haben sie also häufiger entweder CRMs gewechselt und verschiedene CRMs und dann haben sie hier ein bisschen was und dann noch ein paar Kontakte von früher und so weiter und die eigentlich schon nicht mehr kontaktiert wurden seit Ewigkeiten. Dann häufig auch der Fall, dass selbst ja, auch technische, sehr bewandte Unternehmer und Selbstständige aber nicht mal ein CRM haben, also noch gar kein CRM, das ist auch sehr häufig der Fall, aus verschiedensten Gründen. Und dann hat man alles irgendwie auf Excel-Sheets verstreut, was weiß ich. Und das ist letztendlich ganz wichtig, warum nutzt du nicht deine bestehenden Kontakte und konsolidierst die alle in so einen sogenannten Single Point of Truth? Ja, das ist in der Regel das CRM-System. Ja, und dann kontaktierst du die aus dem CRM-System raus. Entweder per E-Mail, per SMS, je nachdem, was du eben hast für Systeme und so weiter. Können wir uns auch gerne darüber unterhalten. Da haben wir viel Zeit schon rein investiert, was sind die besten Systeme, ja, für welches Szenario und so weiter. Und wenn ich sage beste Systeme, meine ich auch Preis-Leistung. Ja. Du kannst natürlich immer irgendwie für HubSpot 2.000, 3.000 Euro ausgeben im Monat. Aber wenn du mit 200, 300 Euro hinkommst, und hast das gleiche Resultat, mehr oder weniger, dann ist vielleicht auch das okay für dich. Ja? Also da uns einfach nochmal kontaktieren. Hier unten sind auch ein paar Links, zum Beispiel Pipedrive in Kombination mit Clicktip oder Active Campaigns oder auch andere Tools, die wir schon auch immer wieder sehr gerne nutzen mit unseren Mitbewerbern, sage ich schon, mit unseren Kunden. Und aus dem heraus per SMS, Telefon, E-Mail oder alles zusammen. Und dann gibt es noch fortgeschrittenere, also hier gibt es zum Beispiel hier dann auch, das könnte man wieder untergliedern, hier Basic, ja, ist einfach Telefon, ja, E-Mail, ja, und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch fortgeschrittene Maßnahmen, wo du quasi hier Sichtbarkeit erzeugen kannst mit Bestandskundenlisten und dergleichen, indem du die quasi als Lookalike-Audiences und dergleichen auf Social Media rauflädst, ja. Und das sind ja schon fortgeschrittene Methoden und so weiter, die sich auch immer wieder ändern, weil die Plattformen immer wieder ihre Regularien, ihre Datenschutzbestimmungen und so weiter eben ständig ändern. Aber wir lieben halt so dieses Old-School-Stuff, ja, wo wir sagen, okay, wir rufen an, wir e-mailen und wir SMSen oder sowas in der Richtung, ja, soweit es uns natürlich der Bestand erlaubt, ja, wo wir halt die Genehmigung dazu haben. Und da, wo wir sie nicht haben, machen wir sie eben manuell. Beim B2B kann man das nämlich manuell, darf man das machen. Man darf es nur nicht quasi automatisiert machen. Im Bulk, ja, wenn man die Erlaubnis nicht hat, also wenn man diesen Haken nicht hat. Aber manuell eine E-Mail schreiben kannst du jedem. Das ist das gleiche wie B2B-Telefonakquise. Ja. Verstehen auch manche nicht diesen Unterschied. Ja. Das heißt, da machen wir es halt nicht mit Active Campaigns, sondern einfach direkt aus dem CRM raus. Ja, entweder manuell oder halt quasi muss man ein bisschen rumklicken mit Templates und so weiter, also auch Semi-Automatisierung, sagen wir dann dazu. Ja, also das ist dann sozusagen das hier
Semi-Automatisierungen, die wir dann etablieren bei unseren Kunden, je nachdem, ob es sich lohnt oder nicht, wie groß eben die Bestände schon sind. Na, wenn du jetzt da irgendwie 10 Kontakte drin hast, dann lohnt sich nicht, da jetzt halt irgendwie Semi-Automatisierungen und so weiter, Workflows jetzt groß zu etablieren. Es sei denn, du hast die übrige Zeit oder Geld, dass du da eben rein investierst und das einfach mal das Fundament aufbauen möchtest. Und dann eben auch das weitere Budget, um dann richtig da reinzufüllen, ja, mit SEO, SEA und Telefonakquise und dergleichen, dass du schon mal das Fundament hast. Ne? Das ist natürlich auch eine Überlegung wert. Ja? Weil viele, und dann möchte ich jetzt abschließend noch zu dem Video auch nochmal kurz sagen, viele machen schon mal den ersten Schritt oder schauen sich ein Video von uns an und so weiter und sagen, okay, hier CRM ist cool, ja, habe ich mir besorgt und jetzt klatsche ich da alles an meinen Daten rein, was es gibt. Ja? Einfach immer schon reinklatschen, ja? immer raufladen. Und dann schauen wir uns das an irgendwie ein paar Wochen später, ja? Weil wir vielleicht nicht von Anfang an dabei waren oder weil wir zu teuer waren oder was weiß ich und hat man das irgendwie selber irgendwie rumgewurschtelt. Und dann schaut man eben da rein oder wir schauen da rein, dann, weil die sich die dann sozusagen nicht mehr drin mit auskennen. Und dann schauen wir da und sagen, okay, wo ist die Struktur? Ja, also es ist nicht damit getan, dass ich mir ein CRM kaufe oder für ein paar Euro im Monat leiste und dann da einfach nur blind meine Daten reinklatsche, sondern ich muss das schon wirklich strukturell vorher erstmal aufbauen, okay, wie label ich, wie ist die Segmentierung, welche speziellen Felder gibt es, dass ich quasi, wie ist das Tagging, ja, und so weiter und so weiter. Desto mehr Struktur du da reinbaust am Anfang, desto mehr Freude hast du später, wenn du mal 10.000 oder 20.000 Kontakte drin sind. Und ich rede hier von B2B-Kontakten, ja. Jetzt mal ganz kurz überlegen, wo ist da der Unterschied? B2B-Kontakte und B2C-Kontakte? Ganz wichtiger Unterschied, B2B-Kontakte, da hast du die Firmen-E-Mails zum Beispiel und in der Regel auch die Firmen-Durchwahlen, also die Firmenkontakte, ja, ob das jetzt Handynummern sind und so weiter. Da ist der ganz große Unterschied, dass da die Handynummer öfter mal wechselt, dem Besitzer, dass die E-Mails öfter mal nicht mehr existieren, weil die Person einfach den Job gewechselt hat. Ja, also da ist Fluktuation im Gang und so weiter. Das ist eine ganz andere Story als wie B2C, wo du letztendlich Gmails sammelst, also private E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Also ich habe meine Haupt-Gmail-Adresse, die habe ich seit über 30 Jahren. Wieso sollte ich die jemals wechseln? Also es ist einfach, verstehst du, was ich damit sagen will? Und das macht es eben umso wichtiger, dass du dort ganz andere, also du setzt ein CRM-System auf, ein Single Point of Truth für ein B2B-Zielgruppe, also für ein B2B-Geschäftsmodell, wo deine Zielgruppe wahrhaftig B2B-Kunden sind und größere Firmen, setzt du ein CRM-System nochmal mit ganz anderen Feldern, mit anderen Tricks und Tipps und Struktur und Strategien auf, als wenn du jetzt halt dieses CRM und entsprechend musst du dir auch das CRM aussuchen. Ja, ist auch ganz wichtig. Ich weiß, da draußen gibt es so Umsatz-IO und so weiter. Ne? Und das sind eben CRMs, die sind mehr oder weniger auf das B2B hin ausgerichtet. Also, dass man, sagen wir mal, Gmails sammelt und so weiter. Also diese teilweise sehr komplexen Entscheiderstrukturen, dass man quasi irgendwie innerhalb einer Firma so und so viele unterschiedliche Kontakte hat, die miteinander zusammenwirken, ja, wo du dann 2, 3 Entscheider hast für ein einzelnes Projekt und so weiter. Also das verlangt dann schon nach etwas anspruchsvolleren CRMs, die halt einfach auch wieder anders aufgebaut sind für eine andere Zielgruppe sozusagen. Ja. Und dazu gehören halt einfach Pipedrive, HubSpot, die können das sehr, sehr gut in der Regel abbilden und da kannst du dir einfach bei uns auch mal einen Termin buchen. Okay. Ich würde sagen, HubSpot und Salesforce ist letztendlich für schon sehr viel größere Firmen, weil du da einfach nicht wegkommst unter ein paar tausend Euro im Monat. Also von daher, Pipedrive ist vielleicht die bessere Wahl. Und ja, damit möchte ich das Video auch beenden. Und wenn ich dich jetzt ein bisschen gehuckt habe oder sowas, dann, oder auch einfach so, mal einen Daumen hoch wäre nicht cool, wäre recht cool, oder auch mal einen Kommentar da lassen gerne. Und ansonsten hol einfach bei uns einen Termin. Noch bieten wir, glaube ich, müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen. Das macht bei mir jetzt eine neue Dame, die das Ganze organisiert mit den Erstgesprächen bei uns. Ja, ich nehme die Erstgespräche schon noch wahr, aber die hilft mir ein bisschen bei der Steuerung. Ja, sie sitzt oben im 5. Stock und ich glaube, die sind noch kostenlos, glaube ich, aber nur noch im April. Nein, nur noch im März, bis 1. April genau, sind unsere Erstgespräche noch kostenlos. Danach, glaube ich, kosten sie
mit dem Preis, weiß ich nicht, 49 Euro oder irgendwie sowas, also 20 Minuten. Also wenn es nach mir ginge, würde man 300 Euro verlangen. Aber schauen wir mal. Also bis dann. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.